Elektrische und magnetische Felder können die natürlichen elektrischen Ströme im menschlichen Körper beeinflussen. Sie erzeugen dann Ströme im Körper, die zur Erregung von Muskel- und Nervenzellen und bei hohen Stromdichten schließlich zu Gesundheitsschäden führen können. Diese Wirkungen bilden die Grundlage für die gültigen Grenzwerte. Diese schützen vor allen nachgewiesenen Gesundheitsgefahren. Es gibt aber epidemiologische Studien, die einen statistischen Zusammenhang zwischen schwachen Magnetfeldern unterhalb der Grenzwerte und einem etwas erhöhten Risiko für Leukämie im Kindesalter finden. Die Ursachen für die Entstehung dieser Erkrankung sind noch nicht ausreichend geklärt. Ein ursächlicher Zusammenhang mit Magnetfeldern ist nicht nachgewiesen. Auch bei bestimmten Berufsgruppen, die regelmäßig relativ starken Magnetfeldern ausgesetzt sind, gibt es Hinweise auf Studien, dass diese bei Erkrankungen des Nervensystems wie Alzheimer eine Rolle spielen könnten. Hier ist bisher ebenfalls kein Wirkungsmechanismus gefunden worden. Elektrische und magnetische Felder können die natürlichen elektrischen Ströme im menschlichen Körper beeinflussen. Sie erzeugen dann Ströme im Körper, die zur Erregung von Muskel- und Nervenzellen und bei hohen Stromdichten schließlich zu Gesundheitsschäden führen können. Diese Wirkungen bilden die Grundlage für die gültigen Grenzwerte. Diese schützen vor allen nachgewiesenen Gesundheitsgefahren. Es gibt aber epidemiologische Studien, die einen statistischen Zusammenhang zwischen schwachen Magnetfeldern unterhalb der Grenzwerte und einem etwas erhöhten Risiko für Leukämie im Kindesalter finden. Die Ursachen für die Entstehung dieser Erkrankung sind noch nicht ausreichend geklärt. Ein ursächlicher Zusammenhang mit Magnetfeldern ist nicht nachgewiesen. Auch bei bestimmten Berufsgruppen, die regelmäßig relativ starken Magnetfeldern ausgesetzt sind, gibt es Hinweise auf Studien, dass diese bei Erkrankungen des Nervensystems wie Alzheimer eine Rolle spielen könnten. Hier ist bisher ebenfalls kein Wirkungsmechanismus gefunden worden. Elektrische und magnetische Felder können die natürlichen elektrischen Ströme im menschlichen Körper beeinflussen. Sie erzeugen dann Ströme im Körper, die zur Erregung von Muskel- und Nervenzellen und bei hohen Stromdichten schließlich zu Gesundheitsschäden führen können. Diese Wirkungen bilden die Grundlage für die gültigen Grenzwerte. Diese schützen vor allen nachgewiesenen Gesundheitsgefahren. Es gibt aber epidemiologische Studien, die einen statistischen Zusammenhang zwischen schwachen Magnetfeldern unterhalb der Grenzwerte und einem etwas erhöhten Risiko für Leukämie im Kindesalter finden. Die Ursachen für die Entstehung dieser Erkrankung sind noch nicht ausreichend geklärt. Ein ursächlicher Zusammenhang mit Magnetfeldern ist nicht nachgewiesen. Auch bei bestimmten Berufsgruppen, die regelmäßig relativ starken Magnetfeldern ausgesetzt sind, gibt es Hinweise auf Studien, dass diese bei Erkrankungen des Nervensystems wie Alzheimer eine Rolle spielen könnten. Hier ist bisher ebenfalls kein Wirkungsmechanismus gefunden worden.